Lisha, es ist Zeit. Mach dich nun auf dem Weg zu deiner Runde der Schande. Viel Spaß bei dem asozialsten Blockbuster, den ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Weggeschafft war's. Bleib liegen, bleib liegen. Ich denke an dich, mein Schatz. Ich will. Lass dich nicht unterkriegen. Ganz, ganz viel Glück. Das ist halt eine Sache, vor der ich riesen Respekt habe, wirklich unglaublichen Respekt. Ich bin so froh, wenn ich das heute überstanden habe. Herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande. Dankeschön. Wie geht's dir? Ich bin so aufgeregt. Ich seh's. Unglaublich. Ich weiß, dass ich viele Fehltritte hatte. Und das jetzt gleich alles noch mal zu sehen, wird nicht schön. Das ist auch sehr mutig und ich bin sehr gespannt, ob du die Chance wirklich nutzen kannst. Mhm. Das ist die Runde der Schande. Mhm. Und zum großen Promi-Büßen und der Runde der Schande gehört nun mal die ganze Wahrheit. Ja. Und die müssen wir uns jetzt anschauen. Liebe ZuschauerInnen, die folgenden Ausschnitte können bei Menschen, die Erfahrungen mit psychischer Gewalt gemacht haben, Stress und belastende Erinnerungen auslösen. Falls Sie für sich dieses Risiko nicht ausschließen können, bitte diese Runde der Schande nicht bzw. nicht alleine gucken. Bitte. Ich mag dich nicht. Ja, du hast gar keinen Wert in meinen Augen. Du kennst mich nicht. Ich hab dich im Fernsehen gesehen und ich hab dich da einfach nicht leiden können. Doch, ja, klare Ansage. Ich hab noch nie einen Menschen gesehen, der mich schon provoziert, weil er atmet. Dieser Typ und seine Behinderte geht mir nur auf die Nerven, ne? Du bist eine Ratte, Alter. Du bist eine Ratte. Abartige Person, Alter. Du hast mich mit Eva verglichen. Ja, was heißt verglichen? Kann man mich mit so einem Dreck vergleichen? Einmal bitte Promi-Boxen. Das ist aber auch eine Nase, die man echt gut brechen könnte. Lass uns noch mal hören, was du da gesagt hast. Ich zitiere. Und den Ton kann ich leider nicht mal nachmachen, weil der ist unnachahmlich. Du hast mich mit Eva verglichen. Wie kann man mich mit so einem Dreck vergleichen? Eva ist ein Mensch. Ja. Zitat, das ist aber auch eine Nase, die man echt gut brechen könnte. Das sind keine einfachen Aggressionen mehr. Das sind Gewaltfantasien. Das ist purer Hass. Ich bin auch froh, dass Kameras da waren, weil ich weiß, wenn die nicht da gewesen wären,
dann wären wahrscheinlich Sachen passiert, die ich mir nie wieder in meinem Leben hätte verzeihen können. Was wäre dann passiert? Ich wäre definitiv auf Eva losgegangen. Und da hätte mich keiner von denen festhalten können. Ich hätte wahrscheinlich auf sie eingeprügelt. Ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich mich mit Eva gestritten habe und Lou wirklich meine Hände hinter meinem Rücken zusammengehalten hat und mir auf Türkisch gesagt hat, mach nichts, was du irgendwann bereuen wirst, hier sind überall Kameras. Und dass es überhaupt so weit kommen muss, dass ein Mensch sich in seiner Aggression so verliert. Systematisches Anfeinden, Beleidigen, Schikanieren, Demütigen. Alles Dinge, die du damals gemacht hast. Ja. Also ist es gelogen, wenn ich jetzt sage, dass ich Eva mochte, als sie reingekommen ist. Sie war für mich schon immer eine Person, die mir sehr unsympathisch war. Und umso mehr ich loyal zum Beispiel einem André Mangold gegenüber wurde, umso mehr habe ich mich verpflichtet gefühlt, auf Eva drauf zu hacken. Wir gucken jetzt mal, was da passiert ist. Oh Gott, echt. Die ist die hinterhältigste Ratte, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Natürlich hat sie wieder gelogen, weil du ein Dreckstück bist. Hallo. Ein verlogenes Dreckstück. Hallo, Nisha, reicht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Halt deine Fresse, sag ich dir's. Ihr seid die F*** hier drinnen, nicht ich. Peinlich. Du musst so schlecht sein im Bett. Für so ein Mundwerk. Dass er Gott sei Dank Jenny Zero hat. Gott sei Dank hat er Jenny genommen. Zero. Dieses wunderschöne, ehrenvolle Mädchen. Uiuiui. Die Bombe in mir ist noch absolut nicht geplatzt. Das war erst die Zündschnur, die angezündet wurde. Oh Gott. Oh je. Halt deine Fresse und rede richtig. Halt deine Fresse, sag ich dir. Kleine hässliche Ratte. Komm. Für wen hältst du dich, wenn ich mit ihr rede? Für wen hältst du dich? Wer bist du? Wer bist du? Ganz Deutschland hasst dich. Wer bist du? Den Spruch kenn ich auch. Ich komme mir vor, als wäre ich auf irgendeiner Droge, als hätte ich Tollwut, als das ist doch nicht mehr menschlich. Das ist mir so fremd, das ist gerade so ein richtig ekelhaftes Gefühl. Du sagst ekelhaft. Ich habe das Gefühl, das macht dich eher traurig. Ich schäme mich so sehr für diese Bilder, weil so bin ich nicht. Natürlich, ich bin asozial, ich bin aggressiv, aber so, das bin ich nicht. Oh, ich krieg richtig schwer Luft gerade. Bevor ich ins Sommerhaus gegangen bin, ich hatte zu meiner Mutter immer einen sehr engen Draht. Wir waren eigentlich so wie Schwestern. Wir haben uns alles erzählt, alles miteinander gemacht. Sie war eigentlich so die wichtigste Person in meinem Leben. Und von einem Tag auf den anderen war sie auf einmal weg. Er hat uns halt alle verlassen, mein Papa, mich. Und sie hat sich einfach auch bei mir nicht mal verabschiedet. Und ich saß da. Und ich habe es einfach nicht verstanden, weil das ist doch deine Mutter. Wie kann es sein, dass sie mir einfach den Rücken kehrt? Aber dass sie so gegangen ist, das hat mich so unfassbar wütend gemacht und mich so enttäuscht. Und ich dachte in dem Moment, wenn deine Mutter dich im Stich lässt, die Frau, die dich
9 Monate im Bauch getragen hat, wem sollst du eigentlich noch vertrauen? Ich glaube, kein Mensch auf der Welt kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt. Daher all die Wut? Ja. Du musst lernen, dich zu kontrollieren. Sowas darf nicht passieren. Ich weiß. Lisha? Ja? Du hast im Sommerhaus einen schönen Satz gesagt. Und den kann man wirklich nicht oft genug wiederholen. Ein Charakter kann einen Menschen wunderschön machen. Lass auch du dich in Zukunft an diesen Worten messen. Arbeite an deinem Charakter. Und ich merke, du hast schon angefangen und das ist echt toll. Dankeschön. Unsere Sendung heißt das große Promi-Büßen. Und das ist nicht nur ein Slogan. Eine symbolische Buße muss natürlich sein. Und du wirst ab sofort für unbestimmte Zeit die Toilette leeren. Nein! Nein! Arbeitslos. Arbeitslos. Lektion in Selbstlosigkeit. Egal, ich mach das. Sozusagen. Ja, das habe ich verdient. Ich habe noch viel mehr verdient. Das ist noch sehr human. Siehst du? Die Mutti kann auch human sein. Ja. Und nun? Husch, husch ins Körbchen. Darf ich gehen? Du hast es hinter dir. Dankeschön. Und du hast es toll gemacht. Danke, ich fühle mich 10 Kilo leichter. Ich schäme mich komplett. Schäme ist gar kein Ausdruck. Der Mix aus der ganzen Person, die ich da vorhin auf dem Bildschirm gesehen habe, hat mich einfach nur angewidert. You cannot change what's happened. Nachdem ich wusste, was dahinter steckt und warum sie diese Wut hatte, das rechtfertigt nicht ihr Verhalten, aber man konnte das einfach mehr versuchen, irgendwie ja, zu verstehen, das falsche Wort. Aber man hat ja auch gesehen, wie peinlich ihr das alles war. Aber siehst du, ich hab dir gesagt, es wird richtig eklig. Es hat einen wirklich schockiert, hat auch einen weggehauen, ne? Aber du hast fullmäßig reflektiert, weißt du? Deswegen Respekt, Veränderung ist da. Das war wirklich, ich war auch so traurig. Das war so schlimm. Ich bin wirklich sogar geschockt, wie ähnlich unsere Geschichte ist. Echt? Ja. Reden wir mal drüber, wenn wir draußen sind. Ja. Jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte. Die kann ein Erklärungsansatz sein, aber ist niemals eine Entschuldigung. Weil jetzt weiß ich, sowas will ich niemals wieder von mir sehen. Wie hässlich man dabei aussieht, wenn man so hasserfüllt ist. Das kann den schönsten Menschen der Welt zum hässlichsten Menschen der Welt machen. Nach der Runde der Schande ist meine Hoffnung, dass ich einfach mich genug selbst reflektiere und dass ich solche Bilder von mir niemals wieder zulasse. Das ist das Gute vielleicht, dass ich so viel abgenommen habe, dass die Leute auf der Straße die blöde Kuh von da gar nicht mehr erkennen. Ja. Die Runde der Schande kann ein Neustart sein, wenn man denn will. Und bis dahin kann man von einer besseren Zukunft träumen.